Huawei Honor Play versus Huawei P30 Lite. Viele von euch schwanken zwischen den beiden Smartphones. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. In der Kategorie Design ist das P30 Lite mit 53:51 Punkten sehr knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 17 Gramm leichter, 0,1 mm dünner, 1,6 mm schmaler, 5 mm kürzer und 6,5% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Honor Play mit 46:43 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 1,2% höhere Auflösung und 2,4% größere Bildschirmgröße. Das P30 Lite kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 1,5% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Honor Play mit 83:80 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 7,7% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher und 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Das P30 Lite kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 64 GB mehr interner Speicher, 600 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 256 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das P30 Lite eindeutig mit 58:40 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 3,2-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach mehr Megapixel der Frontkamera, 18,2% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts, unterstützt Serienbilder und es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Das Honor Play hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: Es hat einen manuellen Fokus. Audio. Im Bereich Audio ist das P30 Lite mit 62:37 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: Hat ein Radio. Akku. Im Bereich Akku kommen beide Geräte auf 64 Punkte. Das Honor Play ist durch folgendes Merkmal besser: 12,3% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das P30 Lite knapp mit 82:78 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 2,7-fach schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Mit 55 Punkten schlägt das Huawei P30 Lite in der Gesamtwertung deutlich das Huawei Honor Play mit 48 Punkten. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.